Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Flix Online mit mir Felix und ich bin gerade richtig gut gelaunt. Ich frage mich nicht warum, ich bin auch gut gelaunt. Ja, Doris, wir machen bei dir weiter. Ich brauche hier halt auch ein bisschen. Wo sind das die Außen? Was soll's? Ich brauche hier vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen oder so. Ja. Entschuldigung, darf ich dich einen Augenblick schön? Oh, danke, du bist Marianne, oder? Was für ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe schon viel Gutes von dir gehört, wie du allen hier mit allen möglichen geholfen hast. Hättest du Zeit, dass du mir auch mit einem kleinen Problem hilfst? Danke, Marianne, weißt du, heute Morgen... ich habe das schon morgen gelesen. wollte ich die Schafe schicken, aber gerade als ich den Zaun geöffnet habe, war ein lauter Knall von der GT-Unterkunft auf der anderen Seite des Wassers zu hören. Die Schafe gerieten in Panik und sind mit mir davon gelaufen, bevor ich das Gitter schließen konnte. Die meisten habe ich wieder eingefangen, aber einige konnte ich nicht erwischen. Sie würden wohl früher oder später von selber zurückkommen, aber im Moment mampfen sie die Kürbisse, Blumen und das andere, was ich hier anpflanze. Diese Frechdachse springen einfach davon, sobald ich in ihre Nähe komme. Aber du mit deinem Pferd solltest es schaffen, sie einzufangen. Willst du mir helfen, Marianne? Du machst das, danke. Du brauchst sie nicht zurückzuführen. Sobald du in ihre Nähe kommst, verstehen sie von selbst, dass jetzt Schluss mit lustig ist. Okay, nach Hause zurück. Komm zu mir zurück, wenn du alle erwischt hast. Oh mein Gott, 25 XP. Finde ich super. In meinem letzten Let's Play wollte ich ja bis zum Zum kommen. Diesmal will ich bis zum kommen. Das wäre so mein Ziel, könnte man sagen. Wie viele Schäfchen muss ich denn jetzt noch schaffen? Aha, jetzt noch hier rüber. Sehr interessant. Also, in die Kürbisse kann ich nicht rennen. Lasst euch das in der Lehre sein. Niemals in Kürbisse rennen. Ja, ich bin noch jung, dumm, naiv und habe ein Pferd. Oh, ich freue mich schon so um die Hillcrest. Oh, komm her, du Schaf. Komm her, damit du ficken kann. Dann sag ich hier den, Ausdruck. Nichts gegen Schafe oder so. Ich will Schafe, süße Tiere und so. Dann sag ich hier die Ausdrucksweise. Manchmal verliere ich die Selbstkontrolle, könnte man sagen. Oh, sorry, dass ich das nicht vorgelesen habe. Doris, ja? Hattest du Zeit, mir mit einer anderen Sache zu helfen, Marianne? Mein Enkelkind Lisa hat heute Geburtstag und ich habe ihrem Vater Bob versprochen, mein Sohn, wie du dir denken kannst, dass er ein großer Laden Kürbis von mir bekommt. Er möchte nämlich Lisas Lieblingstorte, Bobs Kürbistorte, backen. Ich war aber so damit beschäftigt, diese Schafe einzufangen, dass ich noch gar keine Zeit dafür hatte. Kannst du für mich die Kürbisse auf diesem Feld hier pflücken und sie mit zu Bob nehmen? Er wohnt auch hier auf der Insel. Es ist also nicht besonders weit, um ihn zu ihm zu reiten. Du machst das? Danke, Marianne. Du bist wirklich ein Schatz. Also 20 bei der... Ah, das sind die Alsons. Okay, dann habe ich hier auch nichts für nichts gemacht. Nichts für nichts gemacht. Das ist eigentlich ganz gut. Da bin ich auch froh, weil sonst würde ich mich jetzt hassen. Ich fange jetzt mal dahin an. Hier gibt es auch noch viele Quests. Ist ja super, dass hier so viele Quests hat. Ich finde es auch toll, dass hier auch die Kürbisse ein bisschen verschwinden. Finde ich auch noch ganz nice. Hier in der Umgebung ist wirklich viel los. Ach, nein. Dann muss ich da auch rüber. Ich verstehe, hier sind die Clydesdales. Und das Connemara-Pony, glaube ich zumindest.
Hehe. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum die Isländer einfach nur in New Hillcrest sind. Nie sind sie in Fort Pint, das finde ich wirklich schade. Sie haben mir sicher schon einen gekauft. Aber nie nur in New Hillcrest. Jetzt leben die auch schon hier. Ach ja, hier gibt es die Shire. Finde ich hübsch. An dem Weißen. Ich habe die mir mal privat angeschaut. Privat? So viel dazu. Onkel Bob. Hallo du, wie kann ich dir helfen? Ah, du hast die Kürbisse von Mama dabei. Danke. Nun werde ich die Kürbistorte backen, da wird sich meine Tochter Lisa richtig freuen. Ich habe mir eigentlich gedacht, sofort nach dem Aufwachen mit dem Tortenbacken anzufangen. Jetzt wird es etwas später, aber wenn ich gleich damit anfange, schaffe ich es wohl noch bis zum Fest heute Abend. Weißt du was? Meine Tochter Lisa hat Geburtstag, hat den ganzen Tag auf diese Torte gewartet. Ich habe eine kleine Mini-Torte aus dem letzten Kürbis, den ich hatte, gemacht. Sie ist nicht groß, aber Lisa wird sich sehr darüber freuen, wenn sie schon jetzt ein Stück davon kosten darf. Kannst du sie ihr nicht bringen? Danke, Marianne. Sie steht dahinter. Hinter auf der Koppel. Ja, das ist also nicht ein R, sondern ein N stehen, aber was? Wir sehen uns. 15 ist ganz anstrengend. Warum heißt er Bob nicht einfach nur Bob oder Vater Bob oder und sowas? Aber nein, er ist halt auch nur Bob. Oh, Lizzie. Hallo, hallo, wer bist du denn? Marianne ist so ein schöner Name. Ich heiße Lisa. Warte. Ist das aber Kürbistorte? Die du da hast? Die ist für mich. Oh, danke, Marianne. Kürbistorte ist das Beste auf der ganzen Welt. Das glaube ich dir. Mampf, Mampf, die Torte war so gut, ich will noch mehr. Aber ich muss wohl bis heute Abend warten. Ach, ich bin doch so ein Schleckermacher. Ich kann nicht bis heute Abend warten. Du nicht zu Catherine beim Café am Hafen einfragen, ob du ein Stück von ihrer guten Torte haben kannst? Die ist so gut, kannst du das machen? Bitte, ist doch mein Geburtstag heute, bitte, bitte, bitte. Ich bin doch noch zu klein dafür und kann das nicht selber machen, bitte. Für den Ruf und so, also ich muss ja mindestens freundlich an, das habe ich zumindest auf der Star Stable Hilfeseite gelesen, also mindestens freundlich. Das Ganze auch bei der Goldspurfarm, das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ach, hier durch. Im Zoom bin ich jetzt. Ah, fuck. Sorry an alle diejenigen, die ich aus Versehen in dem Video anklicke. Oder wenn ich meine Freunde anzeige. Oder sowas. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja. Dass so manchmal sowas passiert. Und wenn man die Namen im Video sieht, habe ich glaube darauf achtet man ja nicht so sehr, ist ja man selber dort. Hallo Marianne, wie kann ich dir helfen? Eine Torte für Lisa, also das Kind ist zu viel süß. Das ist wohl keine so gute Idee. Ich möchte Lisa nicht noch mehr Torte geben, aber du kannst eine sehr gute Orange haben, die du ihr geben kannst. Ob schmeckt auch süß. Da wird sie sich wohl freuen. Du glaubst nicht? Na, ich weiß, dass Obst auch süß schmeckt. Welches Kind interessiert das schon? Nein, selbst, naja, es ist ja schließlich ihr Geburtstag. Hier nehme ich ein Stück Torte und gebe es ihr. Tschüss, Mariana. Oh mein Gott, 35 auf 5 Milliarden, das ist schon super. 45, ja, wirklich, das ist noch besser. Und XP15 könnte ein bisschen großzügiger sein, wenn man schon bedenkt, dass alles andere so großzügig war. Und, oh, ein Isländer. Ich glaube, genau den werde ich mir dann holen. Der ist so putzig. Torte ist süß. Ja. Moment mal, habe ich da gerade was beim
Ich glaube, das war's bei der Jorvikstall Arena. Oder zumindest in der Gegend. Ja, heute werde ich hier möglichst versuchen, alle Quests durchzuquesten. Ja, ich will vorankommen. Hallo, hallo Marianne. Oh, die Torte sieht aber toll aus. Ist die für mich super? Mampf, Mampf. Oh, wie lecker. Jetzt ist aber 12 für meinen Mittagsschlaf. Wenn ich heute Abend auch noch Torte essen soll, danke für die Torte, Marianne. Wir sehen uns. Oh, ich will mehr Kuchen. Danke. Hast du ein Stück, Marianne? Nein, bitte. Du hast keinen Kuchen? Och, aber bist du mein Sprungbahn testen? Ich habe sie ganz allein gemacht, also ist sie vielleicht zu leicht für dich. Aber ich bin doch noch ein Kind, also kann ich das noch nicht so gut. Du willst sie testen? Ja, super, danke, Marianne. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich habe sie ganz allein gemacht. Nicht der Familiarsten, das finde ich schade. 150 XP ist ganz anständig, 10 XP für mich, das ist auch ganz anständig, also der Durchschnitt. Und 25 Schillinge ist auch der Durchschnitt, also, ja, und oh mein Gott, hat dieses selber gemacht. Also, erstmal extremster Materialverschleiß, mehr sage ich, tu auch nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Oh, scheiße. Ich habe jetzt gerade was umgeworfen. Das nennt man Talent, da wo ich herkomme. Jetzt müssen wir die Grünen machen. Ich habe das Gefühl, da gleich kommen die Schwarzen. Oh, come on. Gibt es jetzt Strafpunkte oder so? Zweier gehen ja noch vollkommen. Ich muss früher abspringen und zack. Oh, come on, zu spät. Das ist einfach ganz nice hier. Das ist wirklich super gemacht. Da muss ich ja dann auch noch mein Kompliment aussprechen. Und ja, ich bin scheiße, das sieht man. Ich soll zumindest nicht Springreiter werden. Hier in meiner Star-Stable-Karriere. Naja. Und toll, nicht wahr? Du findest sie auch toll. Du bist lieb. Kommst zurück, wenn du es nochmal versuchen willst. Oder wenn du Kuchen für mich hast. Mal sehen, gibt's was auf Familiarsen? Okay, das mache ich, wenn es 40 gibt. Ihr müsst mir jetzt zusehen, wie ich am Failen bin. Nicht zu enttäuscht sein, aber zumindest habe ich dann was zu lachen. Hä? Oh mein Gott, das habe ich gerade geschafft. Wow, Naturtalent, mehr sage ich auch nicht. Oh mein Gott, ich bin on fire. Habe ich 17 Sekunden noch? 14, 13, oh mein Gott, jetzt wird's knapp. Oh fuck, zu spät. Zu früh, meine ich. Und am Failen. Ja, okay, da hatte ich jetzt auch wirklich keine Chance. Wenn ich jetzt den einmache, dann könnt ihr mir... Oh mein Gott. Ich hätte gesagt, dass ihr mich jetzt einen Loser nennen könnt, aber zum Glück habe ich den letzten geschafft. Haha. Emilie-Song. Super gemacht. Ich dachte, ich soll nicht zu einfach für dich. Du magst sie. Oh, wie lieb du bist. Tschüss. Okay, zumindest habe ich jetzt was auf die Jarlsen-Familie. Ja. Nett, mehr sage ich dazu auch nicht. Da hinten haben wir, hier drüben haben wir ja noch ein paar Quests. Was reite ich hin? Ich wollte einen anderen Teil der Koppelinsel. Da. Oder so. Ach, ich bin auch schon fähig. Stimmt, ich muss ja da oben durch. Talent! Oh mein Gott, da oben ist ein Stern. Oh, komm mal, okay, was soll's denn? Dann hole ich mir den anders mal. Ich bin ja jetzt eigentlich schon in Epona, aber in welchem Teil? Ich bin übersetzt in Nord-Epona. Ah ja, hier gibt es ja Leute, die was von mir brauchen.
ein dicker Mann oder so? Oder ein alter oder ein junges Mädchen oder ein Junge? Schwer zu sagen. Von hier. Ja, ich game in letzter Zeit so viel, dass meine Augen ein bisschen schwach werden. Also manchmal nur ein bisschen bei Gamen. Ja. Okay, warte mal. Pfiff, blödes Telefon. Immer diese modernen Technik. Nichts funktioniert. Oh, entschuldige. Du musst verzeihen. Aber ich bin sauer auf mein neues iPhone. Das wird einfach nicht gehen, blödes Telefonzeug. Was falsch ist, es ist ein so schlechter Empfang hier, dass ich kaum telefonieren kann, geschweige denn im Internet surfen. So ein Mist, sag ich dir. Dein Handy hat auch schlechten Empfang, sagst du? Das ist ja komisch, das kann kein Zufall sein. Schließlich ein alter Ingenieur. Ich kann das vielleicht selbst in die Hand nehmen, anstatt hier rumzustehen und zu schwimmen. Willst du mir helfen, mach ich an? Dank die heutige Jugend ist gar nicht so unbrauchbar, wie es immer heißt. Wenn ich das so sagen darf. Okay, 20 auf XP, 15 von Milliarden, die Jobbeschienen, die jucken mich eigentlich inzwischen gar nicht mal mehr so fest. Also, sorry für den Ausdruck. Und ich glaube, es ist ein Mädchen. Ja, es hat zumindest ein Kleidchen an. Und da ich nicht davon ausgehen kann und will, dass ein Junge ein Kleid trägt, also es sei ein Transsetter, dann finde ich das völlig legitim. Und jetzt hier ein ich kann solche Worte irgendwie nicht aussprechen. Ich weiß nicht, will. Irgendwie die Aussprache fehlt mir. Ja. Okay, das ist ein Kleidstay. So, hier in. Ist was? Ah, da. Testen des Handyempfangs. Schlechter Empfang. Okay, super. Gerade das, was am nächsten am Haus ist. Da würde ich sagen, gut gelaufen. Ja. Dann ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, hier in die Richtung. Ah, gut. Ich hatte schon Angst. Ich habe schon übelst dumm gedacht. Das muss ich nur noch bis zum schaffen. Danach habe ich mir das heutige Ziel erreicht. Auch wenn ich ein bisschen mehr haben will. Also nur das. Ich denke, hier sollte. Schlechter Empfang. Ich glaube, da hat die Ideen was mit zu tun oder so. Oder wir müssen ja auch besser das WLAN bezahlen, wer weiß. Und wie ist es gelaufen? Es war nirgendwo ein guter Empfang. Ach, das geht ja ziemlich fix. Es muss etwas gehen, das den Mobilfunkverkehr zerstört. Denn dass alle drei Mobilfunkmasten kaputt sind, ist sehr unwahrscheinlich. Weißt du, was ich glaube? Marianne, ich glaube, dass die Schurken von der GD auf der anderen Seite des Wassers sind, die irgendeine Schabernack treiben. Es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendeine elektronische Ausrüstung bei sich haben, weil der Mobilfunk hier stört. Und kannst dorthin reiten und nachsehen. Sagst du, bist du sicher, das ist vielleicht gefährlich. Man kann diesen Schurken nicht trauen. Du sagst, das wird gut gehen? Na gut, aber sei vorsichtig. Und wenn du etwas findest, dann reite gleich zu Jill. Nach Jahre haben wir das Ziel, ihr davon. Viel Erfolg und wie gesagt, sei vorsichtig. Dreierfamilie lassen, das finde ich ziemlich gut. 30 XP, das ist auch super. Ja. Und ich kann dir sagen, Herr. Ja, auch immer, es wird ziemlich gut laufen, weil ich Assistentin von der Frau Drake bin. Das ist ein Video passiert, ich weiß nicht mehr in welchem, ich glaube Hallo Herman. Ja, und da ging es ziemlich gut, ich bin jetzt Assistentin.
Ach nein, der Schabernack wird da drüben getrieben. Ach ja, stimmt, da drüben gibt es ja auch eine Gitterbaustelle. Das nennen ist Alpha-Baustelle und da hier ist Gamma. Sie wollte eigentlich zu Gamma reiten. Gamma, das sagt halt die Frau Drake. Don't ask me why, don't ask me. Na dann, weiter geht's. Ich glaube, das ist ein Lusitano. Ein Scheiße, okay, das ist einfach einer von diesen Nicht-Spieler-Charakteren. Oh mein Gott, heute ist ja richtig was in Jalaheim los. Bis ich Jalaheim komplett abgeschlossen habe, bin ich ein Großvater. Ich werde mit euch finde da was. Das ist eine Empfangs. Illegale Sendersrüstung gefunden. Hihihi. Irgendwie in Jalaheim ist doch jetzt alltägliches. Also A, ein Rennen. B, oder... Nein, das ist, glaube ich, die Yorkshire Arena. Okay, da... Ach, ja, stimmt. Da muss ich mir das Vertrauen holen. Auf zu das Gel. Chill, chill. Du Chillexa. Ja, bei den Goldspurs muss ich auch so einen gewissen Ruf haben. Ihr habt das Video, glaube ich, ziemlich gehypt oder geliked. Nein, nicht geliked, aber gehypt. 7 Aufrufe, das ist für mich schon fast wie eine Million. Nein. 20 Aufrufe wären für mich wie irgendwie eine Million. Oder 20.000 oder so. Ach nee, das ist der Gavin. Ach ja, stimmt. Ich glaube, dann muss ich dann zu der GD gehen. New Hillcrest, ich komme. Okay, Jill, hallo. Guten Tag, Marianne, wie kann ich dir helfen? Du sagst, du hast illegale Sendersoßung bei der GD gefunden, die den Mobilfunkverkehr stört, das erklärt das eine oder andere. Ich habe viele Beschwerden von den Einwohnern Jalaheims bekommen, dass der Mobilfunkempfang schlecht ist. Ich selbst habe die GD den Verdacht, aber Miss Drake hat es abgeschritten, als ich sie damit konfrontiert habe. Sie sagte, dass die GD sich immer gesetzeskonform verhält und dass sie mich wegen Rufschädigung verklagen wird. Ui, hard life. Gib diese Mitteilung Miss Drake. Ich habe einen sehr deutlichen Brief geschrieben, in dem steht, dass die GD unverzüglich alle illegale Sendeausrüstung entfernen muss. Sie haben genau 24 Stunden Zeit dafür, andernfalls werde ich mich an das höchste Gericht in Jorvik wenden und sie und die GD verklagen. Oh mein Gott. 15 XP, 15 auf Jahrestens. Ja, super, das muss ich sagen. Ich kenne inzwischen den Weg zu der GED schon ziemlich gut. Aber manchmal. Ach ja, hier geht's. Ja, so wie jetzt gerade habe ich manchmal so meine Blockaden im Kopf. Ey, lass mich dort, du Idiot. Frau Drake, hallo? Was willst du? Ein Brief von Jill Goldspur. Oh mein Gott, sie ist eine Goldspur. Was will denn diese unerträgliche Person nun schon wieder? Ah, wie konnte sie die Sendeausrüstung finden? Ich habe denen doch gesagt, sie sollen sie verschenken, dass niemand sie finden kann. Wie konnte sie nur finden? Sie war nur hinter Steinen versteckt. So, ich Zimmer kann sich auch auf niemals auf die vertrottelten Arbeiter verlassen. Es muss ein Schuldiger für das hier gefunden werden. Die Chefs sollen sicher einen Verantwortlichen dafür und das werde sicher nicht ich sein. Ist schon klar. Mal klar wie Kloßbrühe. Der Gruppenleiter soll gefeuert werden? Nein, die ganze Arbeitsgruppe muss gehen. Nein, ganze Arbeitsgruppe und alle innerhalb der GD, die denselben Vornamen tragen wie sie. Haha. Keiner wird sich trauen, mir nach solchen Maßnahmen entgegenzutreten. Die sollen sich alle mal in Acht nehmen. Ach ja, die Frau Drake, einfach...
Ja, ich glaube, ich mach das. bist du immer noch hier? Ja, ich bin deine persönliche Assistentin. Da kannst du Jill ausreden, dass die Sender aus dem Weg kommt und dass der Verantwortliche innerhalb des Unternehmens die Konsequenzen für seine Handlung zu tragen hat. Sie haben auf eine sehr verwerfliche Art und Weise gehandelt und vereinbar mit den Grundwerten der GED. So, und nun mach, dass du wegkommst. Klar. Ich hol mir nur noch schnell das andere. Oh mein Gott, 100 auf die Stimme. Und ich bezahlt werde ich ja eigentlich auch. Ich mache das einfach nur so, um ein bisschen Vertrauen zu schaffen, weil irgendwie mag ich die GED. Also ich mag irgendwie die Frau Drake. Ich kann mich mit ihr sympathisieren. Ich weiß, sie mag oder so, nein. Irgendwie ist sie mir sympathisch. Frag mich nicht warum, frag mich am besten einfach nicht warum. Es ist einfach so. Ja, sie sieht auch wirklich aus wie eine Goldspur. Was hat Miss Drake gesagt? Macht denn so etwas, wie sie haben auf eine sehr verwerfliche Art und Weise gehandelt und vereinbar mit den Grundwerten der GED? Sie meint wohl, dass sie bei etwas Illegalem erwischt wurden, das was die GED nicht zulässt. Gut, Arbeit auf jeden Fall, Marianne. Gute Arbeit. Aber ich vertraue dieser Miss Drake nicht. Ich werde die Umgebung rund um die anderen Untersuchungsstätten der GED unter die Lupe nehmen. Es würde mich nicht wundern, dort dieselbe Ausrüstung zu finden. Ja, also nächsten habe ich schon geschafft. Jetzt, wo die illegale Senderausrüstung weg ist, sollte Kent Jarlsons Handy wieder funktionieren. Du kannst wohl zu ihm rein und ihm die gute Nachricht überbringen. Gut, wir sehen uns, Marianne. Super. Oh mein Gott, 50 und 35. Super, 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 super. Ich nerv's nur, dass bei der Jill dann immer so. Ja, so. So wichtige Quests, die sind immer erst am nächsten Tag verfügbar. Das nervt mich so richtig krank. Und sag, wenn das Video hier jetzt irgendwie 2 Stunden geht. Böp. Na, ich will schon schauen, dass es nicht gleich 2 Stunden geht. Ich denke, ich mache das hier. Danach höre ich auf. Danach mache ich ein nächstes Let's Play und mache dort weiter. Dann mache ich eine. Jetzt geht mein Handy wieder. Ich denke mal, aller Dank dafür gebührt dir. Haha, habe ich mir es gedacht. Danke, Marianne. Nun musst du mich entschuldigen. Ich werde nun meine Tochter anrufen. Die in York City wurden. Es ist schon eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe. Und dass das Gespräch nach ein paar Sekunden abgebrochen ist. Mach's gut. Der Kent hat auch jetzt dann eine alltägliche Aufgabe für mich. Das mache ich dann auch, aber nicht jetzt. So, mal sehen. Familiar ist ein. Ach, bei denen bin ich immer noch neutral. Klärchen. So, ich muss ja mindestens freundlich haben. Und bei den Goldspurs auch. Verdammt, wo sind die Goldspurs? Wen brauche ich noch eine Weile? Die Goldspurfarm. Ah, da habe ich gleich beide. Ich bin bei beiden ziemlich neutral, aber eher im guten Bereich. Ja, dann. Ach nee, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Aber ich denke, damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, Leute.